Das Video wird heute mal ein bisschen anders. Ich dachte, ich laber einfach mal ein bisschen im Off zu dem, was ihr seht, weil ich schon wieder voll vercheckt habe, auf der DDeco richtig zu vloggen. Das gerade sind ein paar Szenen aus dem Bring and Buy. Gleich kommt auch noch eine Ocarina-Spielerin. Mal sehen, ob ihr das Lied erkennt, was sie spielt. Wenn ihr das Lied erkannt habt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann gab es natürlich auch wieder ganz viele Süßigkeiten. Ich habe diesmal nichts davon gekauft, weil ich mir nämlich fast diesen Sailor Moon Stab gekauft hätte. Dann war ich im Maid Café. Am Samstag war ich ja ein Cosplay auf der Convention. Deswegen habe ich dort nur Freitag und Sonntag ausgeholfen. Habe es mir am Samstag einfach mal selbst gut gehen lassen und mir einen super leckeren Tee bestellt. Weißt du nicht, wie lange ich den drin lassen sollte? Naja, aber Orange Ingwer ist, glaube ich, sollte man nicht zu lange ziehen lassen. Unser Café hieß Maid Café Sakura. Deswegen lagen dort auch überall so einzelne Kirschblüten und Kirschblütenzweige. Außerdem so rosa Schirmchen und Vasen als Deko. Das sah alles sehr süß aus und war ein großes Improvement zum letzten Jahr. Und ich zeige euch jetzt einfach nochmal ein paar Bilder und Szenen davon. Übrigens, falls ihr mich als Maid mal in Aktion sehen wollt, verlinke ich euch mal hier ein Video von dem Bonobus. Das sind ein paar Jungs, die waren am Sonntag bei uns im Maid Café und da sind ein paar Szenen von mir dabei. Hier sieht man auch nochmal unsere Neckos, wie sie da rumgechillt haben. Die Szene ist jetzt vom Sonntag früh, bevor ich selbst im Maid Café geholfen habe. Da habe ich einfach nochmal eine kleine Tour durch das Maid Café gemacht. Das grüne Plakat ist übrigens von unserer Teesponsorin gewesen. Der Tee war so mega lecker, da haben auch echt viele Leute gefragt, wo der her ist. Und den Tee hatten wir von Teerausch. Dann sieht man hier nochmal das Bild an der Tafel, das hat Dezibel gemalt. Ich verlinke euch einfach mal ihre Facebook-Seite. Und hier sind auch nochmal unsere chilligen Neckos. Die ganzen super leckeren Teesorten und natürlich unsere mega süßen Teekannen. Später war ich dann auch noch beim Bento-Workshop von der Angelina Paustian. Da haben wir solche Apfelhasen gemacht. Die sahen dann so aus und später haben die dann auch noch ein Gesicht bekommen. Dann haben wir auch noch so karierte Äpfel gemacht, also so wie mit einem Schachbrettmuster. Und später gab es dann auch noch Karottenrosen und so gezackte Tomaten. Die Karottenrosen sind mir leider nicht so gelungen, aber an sich hat es voll viel Spaß gemacht. Ein Highlight des Tages waren für mich auf jeden Fall noch die Taiyaki. Ich liebe diese gefüllten Fische einfach total. Ich weiß auch nicht warum. Und ich habe meins natürlich mit Anko genommen, also diese japanischen roten Bohnen, falls ihr das nicht kennt. Dann gab es natürlich auch wieder super viele süße Figuren, die ich aufnehmen musste, weil ich sie mir einfach alle nicht kaufen kann und sie aber trotzdem so mega süß finde. Und bei den Neon Genesis Evangelion Figuren war meine Kamera natürlich wieder etwas unscharf. Was ich auf der DDeco auch immer sehr cool finde, ist, dass es immer eine extra Fotoetage gibt. Dort laufen dann einfach auch die meisten Cosplayer rum und da sind auch immer sehr viele Fotografen unterwegs. Später war ich dann auch noch im Games Room, da gibt es wirklich alle möglichen Spiele und da ist für jeden irgendwas dabei. Und es gab natürlich auch Nintendo DS und ich habe dann einfach mal eine Runde Zelda gezockt.
Dann gab es natürlich wieder alle möglichen Kuscheltiere aus allen möglichen verschiedenen Animes in allen möglichen verschiedenen Größen und Variationen. Es sind Einhörnerkatzen. Die Tasse fand ich übrigens sehr episch. Das war einfach mal ein Crossover von Pikachu und Totoro. Ich meine Pikachu und Totoro. Poster, Poster, Poster. Kissen, Kissen, Kissen. Merch, Merch, überall Anime-Merch. Der Stand war übrigens auch sehr cool. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, konnte man dort sein Wunsch-Shirt vor Ort drucken lassen. Echt mega cool. Die ganzen Leute standen übrigens bei der Autogrammstunde von einem recht bekannten YouTuber an. Hier standen sie dann auch nochmal vor seinem Stand an. Ich selbst habe ihn getroffen, als er kurz bei uns im Maid Café war, aber ich habe da jetzt nicht so gefangirlt und ich denke mal, ihr wisst schon, um wen es geht. Genau, nämlich Kurono. Ich habe dann später auch noch ein Fotoshooting in meinem Cosplay gemacht. Ich habe mit Silophon geshootet. Seine Facebook-Seite werde ich euch hier auch einfach mal irgendwo verlinken. Wir sind dann auf der Con einfach ein bisschen rumgewandert und haben ein paar random Bilder gemacht. Dann war ich später nochmal im Maid Café und habe mir eine Waffel mit allen Toppings bestellt, weil das sonst kein einziger Gast gemacht hat, obwohl das prinzipiell möglich gewesen wäre. Und ich habe nochmal eine Kanne türkischen Apfeltee getrunken, weil der so mega lecker schmeckt. Sonntag habe ich dann leider nicht mehr so viele Videos gemacht, einfach weil ich dann im Maid Café aushelfen musste. Hier seht ihr gerade ein Bild von meinem selbstgemachten Bento. Und hier seht ihr nochmal ein Bild von mir und einem L-Cosplayer, wo ich dann doch ziemlich gefangirlt habe, weil ich das Cosplay so mega gut fand. Ansonsten war es das erstmal wieder von mir. Ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat. Es war ein bisschen ein anderes Format, einfach mit meinem Gelaber im Hintergrund. Vielleicht schaffe ich es ja beim nächsten Mal dann auch richtig zu vloggen. Bis dann!